Sehr verhindern und geehrter Frau man demnächst Präsidentin, wieder in sehr der geehrte gleichen Situation Abgeordnete, sei. Jetzt spricht der freue mich, dass es in Fraktionsvorsitzende letzter der Minute möglich Freien gewesen Wähler, ist, Peter Wieder. zu der Sachdebatte zurückzukehren und nicht dieses parteipolitische Hickhack hier zu spielen, was leider die ganze Debatte im Wesentlichen dominiert hat. Das ist nicht das, was die Bürger draußen an den Bildschirmen von uns hier erwarten. Meine Damen und Herren, das Jahr 2020 wird sicherlich in die Erinnerung der Welt, zumindest der freiheitlichen Welt, als das Jahr mit den gravierendsten Einschränkungen seit vielen Jahrzehnten eingehen. Dabei ist es der Auftrag, den Gesundheits- und Lebensschutz stets vorne anzustellen und hierbei verhältnismäßige Abwägungen mit den übrigen Rechten vorzunehmen. Und diese übrigen Rechte haben es in sich: Berufsfreiheit, Freizügigkeit, Versammlungsrecht, Religionsausübung. Und um das zu beurteilen, braucht es eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Und sie ist daher zu führen unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte. Und in einer föderalen Republik ist Spiegelbild dieser Kräfte nun mal der Landtag. Deswegen steht für BVB Freie Wähler die Beteiligung aller Fraktionen als Geschäfts- und Verhandlungsgrundlage vorne an, wenn wir über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sprechen. Und deswegen werte ich die heutige Debatte auch als ein Zeichen, ein Schritt dahin. Aber in der Tat braucht es hierfür keinen Dank seitens der Opposition. Das ist eine Selbstverständlichkeit, und wir gehen davon aus, dass dies in Zukunft ausgebaut wird. Heute vorliegende Anträge dienen dazu. Meine Damen und Herren, bei sachlicher Betrachtung der Situation müssen wir feststellen, dass bereits seit Ende Juli in Berlin die Infektionszahlen gestiegen sind. Erst langsam, dann seit Mitte September mit immer größerer Geschwindigkeit. Die Bundeshauptstadt wurde zunächst für sich betrachtet im Rahmen der zweiten Welle einer der bedeutendsten Corona-Hotspots Deutschlands. Und wir konnten feststellen, dass trotz der 200.000 Pendler die Zahlen für Brandenburg bis Mitte September ja noch recht gut aussahen. Und vielleicht haben manche gehofft, dass deswegen Brandenburg verschont bleibt. Wir wissen nun, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt hat. Binnen 1,5 Monaten hat sich die tägliche Zahl der Neuinfektionen in etwa verzwanzigfacht und in der Tat mit einer deutlich höheren Infektionsquote als etwa die Testanstiegsquote das erklären würde. In den letzten Wochen verschiebt sich zudem das Infektionsgeschehen leider zunehmend wieder in Richtung der älteren und damit gefährdeteren Bevölkerung. Und täglich steigt die Anzahl von Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung um etwa 7% mit dem entsprechenden sich potenzierenden Effekt. Zwar können heute die Krankenhäuser sich derzeit noch gut um Patienten kümmern und die Kapazitäten auf den Intensivstationen sind frei. Doch sollte sich der Anstieg der Infektion weiterhin annähernd exponentiell fortsetzen, wird das Gesundheitswesen in wenigen Wochen an seine Kapazitätsgrenzen stoßen. Sicherlich nicht zuerst in Brandenburg, aber in Berlin und dann in Brandenburg aber auch. Und genau deswegen braucht es Maßnahmen. Dabei haben wir immer gesagt, dass wir die Maßnahmen an das lokale Infektionsgeschehen koppeln wollen. Und dass dies nun bei Betrachtung der regionalen Situation in Brandenburg notwendig ist, ist bei rationaler Betrachtung wohl nicht in Zweifel zu ziehen vor dem Hintergrund der erheblich gestiegenen Zahlen. Es stellt sich also weniger die Frage, ob etwas getan werden muss, sondern welche Maßnahmen sinnvoll erscheinen. Und deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass es in diesem Haus einen großen Konsens gibt, dem Geschwätz, dass es im Sommer ja nur so und so viel Neuinfektionen gegeben habe, entschieden entgegenzutreten. Dem entgegenzutreten, dass man meint, besonders kühn zu sein, wenn man sich einer Maskenanordnung widersetzt und nicht einsehen will, dass das Wirken von Maßnahmen sich gerade auch in zurückgehenden Infektionszahlen zeigen kann und die Notwendigkeit von wieder erhöhten Maßnahmen sich beim Anstieg von Zahlen eben begründet. Wer hier abwiegelt und verharmlost, mag Schlagzeilen für sich produzieren, aber gefährdet im Ergebnis Menschenleben. Nun ist es so, dass die Voraussetzungen für die Entscheidungsfindung dabei deutlich besser sind als im März. Wir haben es bei Covid-19 nun nicht mehr mit einer unbekannten Gefahr zu tun, mit einer großen, aber nicht unbekannten Gefahr. Damals, vor einem halben Jahr, beruhten die Maßnahmen notgedrungen noch auf Mutmaßungen. Und es wurde immer vom schlimmsten Fall ausgegangen. Und das war damals auch verhältnismäßig. Aber wir haben mittlerweile in Deutschland über Monate statistische Daten mit einer Stichprobengröße in die Zigtausende, auf die wir unsere Entscheidung stützen können. Das sollten wir nutzen, um auch in der Krise Maßnahmen einer rationalen, auf Fakten basierenden Prüfung zu hinterziehen. Unnötige wirtschaftliche Schäden
sind hierbei zu vermeiden. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, dass viele in der Debatte befindliche Maßnahmen unseres Erachtens nachvollziehbar und sinnvoll sind. Privathaushalte sollen Familienfeiern einschränken, Altenheime sollen Maßnahmen zum Schutz der Bewohner ergreifen, der Infektionsschutz am Arbeitsplatz sollte verbessert werden, wo es geht, sollten Homeoffice-Lösungen ermöglicht werden, im Freizeitbereich soll das Angebot auch reduziert werden. Das sind durchaus Maßnahmen, die sich mit den Zahlen des RKI rechtfertigen lassen. Und ich erlaube mir hierbei den Hinweis, dass wir als BVB Freiwähler bereits im März die Ausweitung der Homeoffice-Möglichkeiten eingefordert haben. Durchaus kritisch zu bewerten ist, welche Fortschritte im Bereich der digitalen Infrastruktur seitdem erzielt worden sind. Wie hat sich Deutschland insgesamt seit dem Frühjahr in diesem Bereich besser aufgestellt, was alle gefordert und versprochen haben? Geschehen ist in diesem Bereich wenig, obwohl man ahnte oder ahnen musste, dass eine zweite Welle kommen würde. Eine konsequente Beachtung der Maskenpflicht im Einzelhandel, besondere Vorsicht gegenüber Risikogruppen, Vermeidung größerer Gruppen, Schließung von besonders infektionsgeneigten Einrichtungen. Das sind Maßnahmen, die verhältnismäßige Opfer abverlangen und auf große Akzeptanz der Bevölkerung stoßen. Denn sie beziehen sich auf Bereiche, in denen nachweislich verhältnismäßig viele Ausbrüche mit einer hohen Zahl an Infizierten stattfinden. Würden sich nun die Maßnahmen, die von der Bundesregierung und wahrscheinlich von der Landesregierung vorgeschlagen werden, sich auf diese Bereiche beschränken, hätten sie auch unsere unumwundene Zustimmung. Doch es ist leider so, dass bei einigen vorgeschlagenen Maßnahmen dies unseres Erachtens nicht der Fall ist. So sollen auch Gastronomie und Gastgewerbe weitgehend heruntergefahren werden, und das für mindestens einen Monat. Und ja, hier stellt sich die Frage nach dem Grund und auch nach der Geeignetheit und Erforderlichkeit dieser Maßnahme. Denn laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts waren Beherbergung und Gastronomie für die Ausbrüche der letzten Wochen kaum von Bedeutung. Selbst zusammengenommen verantworteten sie nur einen Bruchteil der Infektionen des restlichen Freizeitbereichs. Und im Vergleich zu den Ausbrüchen in Altenheimen, auf Arbeit und gar im privaten Bereich ist ihr Anteil praktisch bedeutungslos. Rechtfertigt eine Reduktion der Ansteckung um etwa 1,5% die Schließung von etwa 5% der Wirtschaftsleistung? Offensichtlich basiert die geplante Stilllegung von Gastronomie und Gastgewerbe also nicht auf den vorliegenden Zahlen des RKI zum Infektionsgeschehen und ist daher nicht verhältnismäßig. Wenn man nur die Gaststätten isoliert betrachtet, sind diese für 0,5% Ursprung der Infektionen. Daher bringen wir als BVB Freie Wähler einen Antrag zur Offenhaltung der Restaurants und Cafés ein. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bitte schön. Bitte. Herr Kollege Wieder, Sie haben ja gerade eine Studie des RKI zitiert, in der vermerkt ist, dass die Gaststätten nur zu 1,5%, glaube ich, waren es, die Sie gerade erwähnt haben, zum Infektionsgeschehen beitragen würden. Ist Ihnen bekannt, dass in dieser Studie 75% der Ansteckungen überhaupt nicht vermerkt wurden, der Grund, weil es einfach unbekannt ist, wo sich die Menschen anstecken? Und danach die nächst häufigere Kategorie dieser Studie ist das häusliche Umfeld. Da wir aber nur wissen, dass sich Mutti nicht von Vati ansteckt, einfach so, wenn keiner von beiden vorher angesteckt war, ist es natürlich auch keine weiterführende Information, wenn man das häusliche Umfeld als Grund hat. Mit anderen Worten, kann man doch aus dieser Studie, die Sie jetzt hier für Ihren Antrag als Begründung heranziehen, doch nicht ernsthaft entnehmen, woher sich die vielen Menschen angesteckt haben. Wir können natürlich sagen, hier und da, überall wird nicht angesteckt. Tatsächlich haben wir aber heute 18.000 Neuinfektionen. Und wo kommen die her? Ja, für das Protokoll, Herr Dr. Redmann stellte diese Frage. Und bitte schön, Herr Wieder. Herr Abgeordneter Redmann, Ihre Ungeduld verschafft mir mehr Redezeit. Insofern bin ich dafür sehr dankbar. Ich hätte selbstverständlich diese Ausführung so gemacht. Ich gehe jetzt davon aus, dass die mir nicht auf meine Redezeit angerechnet werden. Und ich kann Ihnen sagen, woher ich das habe, beziehungsweise warum wir der Auffassung sind, dass das der richtige Schritt ist. Denn es ist eben nicht so, nein, die Redezeit läuft jetzt nicht, sondern das ist die Antwort auf die Frage. Denn es ist eben nicht so, Herr Redmann, dass Sie pauschal sagen können, 75% sind unbekannt und deswegen schließe ich die einfach. Sie müssen den Nachweis liefern, dass Sie ein besonders erhöhtes Infektionsrisiko nach sich ziehen. Und hierzu, doch, genau so ist es, und hierzu erlaube ich einen Verweis auf das gemeinsame Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zum Umgang mit Covid-19 von gestern oder vorgestern sagt, Zitat, gesellschaftlich und infektionsepidemiologisch ist es besser, wenn Menschen sich in öffentlichen Räumen mit Hygienekonzepten unter optimalen Bedingungen treffen,
als dass sich die sozialen Begegnungen in vergleichsweise weniger sichere private Innenräume, Sie haben das als Mutti und Vati bezeichnet, verlagern. Dieses Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung repräsentiert 30 ärztliche Berufsverbände und sollte Gehör finden. Schließen wir die Gaststätten, dann kann genau das passieren, was wir nicht wollen. Statt im sicheren öffentlichen Raum trifft man sich ohne Abstand und ohne Maske privat, Mutti und Vati, und ist bis spät in die Nacht gesellig beisammen. Das wäre also in der Pandemiebekämpfung das Schlechteste, was passieren kann. Es wurden hier erhebliche Hygienekonzepte von den Restaurants gefordert. Sie wurden aufgestellt. Sie wirken auch. Und es wird ignoriert, dass sie eben mehr wirken als in anderen Bereichen. Und sie schaffen Substitutionseffekte, indem sie in sicherer Umgebung erfolgte Kontakte verlagern in nicht kontrollierbare Bereiche, nämlich in den privaten Bereich, die eben diese Sicherheit nicht bieten. Und deswegen ist diese Maßnahme nicht nur nicht erforderlich, sondern sogar eventuell nicht mal geeignet, weil sie durch die Substitutionseffekte ein viel höheres Risiko nach sich ziehen. Und wenn Sie schon die Zahlen sich genau anschauen, es gab eine Studie im September vom RKI, wo es auf erhöhte Streuungen geschaut wurde, also Infektionen über zwei, also wo mehr als zwei Infektionen entstanden sind. Dort haben sie eine Dunkelziffer von lediglich 12% gehabt. Die Dunkelziffer von 75% bezieht sich auf Einzelinfektionen. Und um die 75% zu beantworten, der Ministerpräsident hat es ja auch gesagt, Sie können doch nicht bei 75% unbekannten Ursprungs in einer statistisch unzulässigen Art und Weise hier einen überbordenden Anteil den Restaurants anrechnen. Dadurch, das tun Sie, indem Sie gerade erklärt haben, dass man das nicht weiß, denn Sie müssen bei einer Schließung rechtfertigen, dass der Eingriff verhältnismäßig ist. Und das, was hier getan wird, in diesem Punkt, ist pure Spekulation. Denn ohne konkrete Zahlen zu haben, Sie haben von dem, ich glaube, Hellfeld heißt es, ja, 0,5%, Sie haben von den bekannten Infektionen, also Hellfeld, 0,5% bei Restaurants. Sie haben 75% unbekannten Bereich. Dann können Sie nicht in statistisch unzulässiger Art und Weise diese 75% dann pauschal sagen, das könnte das sein, das könnte das sein. Weil das ist Spekulation. Da könnten Sie auch sagen, Dunkelziffer stammt aus dem ÖPNV. Ein anderer könnte sagen, Dunkelziffer stammt aus den Kitas oder aus dem Einzelhandel. Oder von den Friseuren, könnten Sie sagen. Und genau mit dieser subjektiven Begründung könnten Sie dann deren Schließung fordern. Nein, Sie müssen, wenn es eine Messung gibt, die darlegt, dass es für diesen Bereich einen überproportional oder unterproportional niedrigen Infektionsgrad gibt, können Sie nicht aus einer großen Dunkelziffer hierfür in statistisch unzulässiger Weise eine derart große Betroffenheit herbeirechnen, dass Sie damit in verhältnismäßiger Art und Weise deren Schließung rechtfertigen. Und deswegen in diesem Punkt können wir dem nicht zustimmen und sehen uns hier unisono mit der Auffassung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung samt der dahinterstehenden Forscher und Berufsverbände, die in diesem Punkt Ihnen widersprechen oder der Vereinbarung widersprechen. Und genau deswegen, meine Damen und Herren, hier in diesem Punkt unsererseits eine Abweichung vorgeschlagen wird. Denn es sollte klar sein, dass auf subjektiven Vermutungen basieren. Gestatten Sie noch eine zweite Zwischenfrage? Bitte schön. Herr Abgeordneter Klemm, bitte. An Mikrofon 2. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Wieder, dass Sie die Zwischenfrage auch zulassen. Sie haben ja mehrfach jetzt, genauso wie die AfD auch zuvor, auf diese gemeinsame Erklärung der Ärzteschaft und Wissenschaft verwiesen von dieser Woche. Ich wollte dazu fragen, ist Ihnen bekannt, dass diese gemeinsame Erklärung sehr kritisiert wird? Ist Ihnen bekannt, dass unter dieser gemeinsamen Erklärung offenbar Verbände drunter stehen, die nie zugestimmt haben, dass sie unter dieser gemeinsamen Erklärung drunter stehen? Und ist Ihnen bekannt, dass auch maßgebliche Ärzte sich dagegen wehren? Ich zitiere mal Herrn Professor Dr. Sander von der Charité zum Beispiel, der sagt, diese Erklärung wird von keiner medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaft und auch nicht von KlinikärztInnen unterstützt. Das Positionspapier suggeriere, dass es eine generelle Position der Ärzteschaft wiedergebe. Diese gemeinsame Position von Wissenschaft und Ärzteschaft ist dies sicher nicht. Dankeschön. Bitte schön, Herr Abgeordneter Rieder. Wissen Sie, so wie ich diesen Ärzten eine Position zubillige, billige ich sie auch anderen zu. Was nicht geht, sehr geehrter Herr Klemm, ist,
dass Sie ein qualifiziertes Papier, maßgeblich von Professor Streeck verfasst, hier pauschal verurteilen, nur weil es auch andere Positionen gibt. Sondern ich habe auch nicht das gesamte Papier hier wiedergegeben. Sie deuten natürlich was an mit, oh, Sie haben daraus zitiert. Ich glaube, ein Papier, welches durch sämtliche deutsche Tageszeitungen zitiert wird, was in einer breiten wissenschaftlichen Diskussion anheimgestellt wird, auch im Landtag zitiert werden darf, ohne Ihre unterschwelligen Andeutungen hier ernsthaft kommentieren zu müssen. Und der Punkt ist auch gar nicht der, dass wir das Papier hier beantragen, sondern wir weisen darauf hin, dass Sie bei der Schließung von Gaststätten, auch laut den Zahlen des RKI, denen Sie folgen, eine deutlich die niedrigste im Freizeitbereich Betroffenheit auslösen. Plus, dass Substitutionseffekte geschaffen werden in den privaten Bereich hinein. Und das können Sie auch nicht widerlegen. Sie können jetzt zitieren, dass es Ärzte gibt, die dieses Papier kritisieren. Da stehen ja auch noch ganz andere Sachen drin, die sind gar nicht Gegenstand unseres Entschließungsantrages. Aber dass Sie im Bereich der Restaurants vorbildliche Hygienekonzepte haben, vorbildliche Nachverfolgung haben von Kontakten, das können Sie doch nicht ernsthaft bestreiten. Und unser einziger Kritikpunkt, den wir heute in einen Antrag gießen, mündlich habe ich noch ein paar andere, aber in einen Antrag gießen, besteht darin, dass Sie nachweisen müssen, dass diese Einschränkung nicht nur verhältnismäßig im engeren Sinne ist, im Hinblick auf die Wirtschaftsleistung, die natürlich da auch beschädigt wird, sondern nicht sogar dazu führt, dass Sie im privaten Bereich einen Anstieg an Infektionen provozieren, obwohl Sie hier einen Bereich haben, der ganz besonders Hygienevorschriften folgt. Und das, meine Damen und Herren, in einer parlamentarischen Diskussion, wo Sie alle gesagt haben, Ihnen sind die Hinweise des Parlaments so wichtig, in einer parlamentarischen Diskussion vorzustellen, zu diskutieren, zu debattieren und in einem Punkt zum anderen Ergebnis zu kommen, das ist doch ein normaler Vorgang. Und ich muss mich schon sehr wundern, dass, wenn es diese Vereinbarung gab, der einzige Ministerpräsident, und das ist nicht der, der uns hier Fanpost schreibt jeden Tag, ja, der einzige, der sich zu einer Protokollerklärung hat nötigen lassen, in Anführungsstrichen, oder sich selber die Größe gezeigt hat, zu sagen, die Landtage müssen das diskutieren, war der Ministerpräsident von Thüringen. Alle anderen sind nicht auf die Idee gekommen, diese parlamentarisch-demokratische Protokollerklärung abzugeben, meine Damen und Herren. Und ja, ich nehme Bezug darauf, weil ich es für angemessen halte, darüber hier zu diskutieren. Und wenn es Forscher gibt... Du brauchst doch keine Protokollerklärung, Entschuldigung. Deswegen sitzen wir doch hier. Genau, und wie Sie es machen, sieht man ja. Man erlaubt sich, aus einem Papier der Ärzteschaft zu zitieren oder eines Teils der Ärzteschaft zu zitieren und wird dafür ja, in einer Weise kritisiert, dass sie in Abrede gestellt wird, dass man überhaupt zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Betrachtungen kommen kann und daraus unterschiedliche politische Schlussfolgerungen ableiten kann. Meine Damen und Herren, dafür ist doch die Landtagsdebatte da. Wenn der Ministerpräsident mir jetzt in seiner schalanten Art zuruft, deswegen machen wir die Landtagsdiskussion, dann sage ich genau. Und von dieser Möglichkeit mache ich Gebrauch und weise darauf hin, dass von den 20 Punkten des Katalogs, was Sie besprochen haben, ein Punkt unseres Erachtens so unverhältnismäßig wirkt, dass wir hier eine Änderung vorschlagen, so wie die Linken Vorschläge machen. Und ich finde, es ist das Normalste von der Welt, dass man zumindest den Rahmen einer, scheinbar ergebnisoffenen Diskussion uns zubilligt, bitteschön. Und von dieser Möglichkeit machen wir Gebrauch und erwarte in diesem Zusammenhang die dritte Zwischenfrage. Bitte schön, Frau Abgeordnete Kniestedt, an Mikrofon 2. Ja, vielen Dank, Herr Wieder. Die Diskussion um alles dieses ist natürlich nicht nur erlaubt, sondern notwendig. Und hier steht jetzt im Moment gerade vor Ihnen die Kneiperin, die, wenn sie wieder den Heimatort erreicht hat, Anträge schreiben wird für ihre Mitarbeiterinnen auf Kurzarbeitergeld und all diese Dinge, die Kultur bei sich ab kommenden Sonntag vorhat und also auch mit Künstlerinnen und Künstlern ins Benehmen gehen muss, um bestimmte Dinge abzusagen oder zu verändern. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr mühsam zu diesen Entschlüssen durchgehangelt und stehe zu Ihnen und frage Sie jetzt, kein Mensch hat bestritten, dass die Theater, die Restaurants im günstigsten Falle großartige Hygienekonzepte haben. Ich finde nur, wir müssen den Leuten draußen sagen, es geht nicht darum, Restaurants oder Künstlerinnen und Künstler zu bestrafen. Es geht darum, die Kontakthäufigkeit von Menschen zu begrenzen. Menschen begeben sich von A nach B ins Restaurant und zurück. Darum geht es, in den Bereichen Kontakte zu beschränken. Frau Abgeordnete, kommen Sie bitte zu Ihrer Frage. Sind Sie damit einverstanden, Herr Wieder? Bitte schön. Also ich nehme zunächst zur Kenntnis,
dass ich nicht der Einzige im Hause bin, der ein langes Statement am Ende doch noch mal in ein Fragezeichen umwandeln kann. Insofern sind wir uns, sind wir uns da näher als gedacht. Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass Sie sich zu den Beschlüssen durchringen konnten. Das vertieft natürlich den Eindruck, dass Sie vielleicht das Papier doch ein bisschen früher hatten als wir, zumindest auf amtlichem Wege früher hatten als wir. Ich glaube, 9.33 Uhr kam das vorhin per E-Mail. Wir hatten es natürlich auf anderem Wege gelesen, aber der Einwand des parlamentarischen Geschäftsführers der Linken, dass man es natürlich auf amtlichem Wege, auf ordentlichem Wege, auf parlamentarischem Wege bekommt, ist völlig legitim. Insofern haben Sie offenbar, wie Sie sagten, daran mitgewirkt. Und ja, in der Tat ist mir bekannt, dass es nicht nur um die Bemessung dessen geht, was vor Ort passiert, sondern auch um die Kontakte auf dem Weg dahin. Nur die Kontakte zum Weg dahin begrenzen Sie doch gar nicht. Und zwar okay, und zwar zu Recht. Der ÖPNV bleibt als ein großer Träger dieser Kontaktmöglichkeiten, was wir nicht kritisieren, logischerweise. Und was Sie schaffen, ist ein erhöhtes Ausweichverhalten in den privaten Raum hinein, wo es keine Kontrollen geben kann und geben sollte. Und genau deswegen ist die Maßnahme nicht geeignet, in diesem Punkt im Saldo zu einer verbesserten Infektionslage zu führen. Und genau deswegen haben Sie eben den Ursprung mit 0,5%. Und da können Sie auch nicht die 75% pauschal draufschlagen oder einfach nur mit der Dunkelziffer argumentieren. Denn auch die Bewegung hin zu diesen Punkten ist nicht in einer Weise reglementiert, zum Glück, dass Sie dort dadurch eine erheblich niedrigere Infektion erzeugen könnten. Vielmehr ist festzustellen, dass die Hygienekonzepte, die Sie selber favorisiert haben, die Sie selber aufgestellt haben, die Sie selber erwartet haben, ich erinnere noch daran, wie die Landesdatenschutzbeauftragte Kontrollen durchgeführt hat, auch ob zu viele Daten sogar erhoben werden, darüber haben wir im Landtag diskutiert. Nein, meine Damen und Herren, wir haben die Situation, dass die Hygienekonzepte gerade in den Restaurants, logischerweise, weil die einer starken, auch öffentlichen Betrachtung ausgesetzt sind, in einer Weise wirken, dass man das auch würdigen muss und dass man daraus Schlussfolgerungen ziehen muss. Und wenn man es nicht begründen kann und wenn man es nicht zweifelsfrei dokumentieren und belastbar darlegen kann, dann können Sie den Eingriff in Artikel 12 Berufsfreiheit in dieser absoluten Form nicht vornehmen. Man könnte über erschwerte Hygienekonzepte, über noch größere Abstände, über solche Sachen kann man reden. Also graduell, aber nicht mit einem absoluten Ergebnis, welches gleichstellt die Gastronomie Bereichen, wo es ein nachgewiesenermaßen erhöhtes Infektionsgeschehen gibt. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass wir zumindest darüber diskutieren dürfen. Und deswegen, meine Damen und Herren, erwarten wir hier in Übereinstimmung mit vielen Ärzten, nicht allen, aber vielen, und deren Stimme zählt auch, dass ein Grundrechtseingriff dieser Dimension auf einer fundierten Zahlenbasis erfolgen muss. Und das war übrigens auch der Grund, warum wir als BVB Freie Wähler Sperrstunde und Beherbergungsverbot kritisiert haben. Die Härte der Maßnahmen und die damit verbundenen Schäden und Einschränkungen der Grundrechte ließen sich mit den vorliegenden Zahlen zum Infektionsgeschehen nicht plausibel begründen. Folglich wurden die Maßnahmen auch nicht durch uns, sondern durch die Verwaltungsgerichte gekippt, sodass dieser Gerichtsentscheid aus unserer Sicht nicht überraschend kam. Und auch das waren Maßnahmen, die von Kanzlerin und Ministerpräsidenten beschlossen wurden. Und das zeigt uns sogar hier, niemand ist unfehlbar. Meine Damen und Herren, und deswegen glaube ich, kann man auch nicht oder sollte man auch nicht ohne Debatte hier, ohne Analyse und auch Beachtung der Hinweise hier die Entscheidungen einfach eins zu eins übernehmen, nur weil sie in dem gleichen Kreis getroffen worden sind. Die Beteiligung der Kanzlerin und die Beteiligung mehrerer Ministerpräsidenten entbindet Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, nicht von der Pflicht, die Vorschläge gründlich zu prüfen und gerichtsfest mit Zahlen zu begründen. Und nein, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Stohn, es ist kein Wert, dass Einhelligkeit herrschte bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist kein demokratischer Wert, sondern es ist ein Wert, dass passgenaue Maßnahmen gefunden werden, die auch zahlenmäßig untermauert werden. Und deswegen war ich auch so irritiert darüber, weil Sie davon sprechen, dass wir die Debatte führen und juristische Abwägungen vornehmen. Herr Redmann hat ja hier eine kleine Vorlesung gehalten. Nein, meine Damen und Herren, der gerichtliche Schuss vor dem Bug bezüglich Beherbergungsverbot hat leider nicht zu einem Umdenken geführt. Stattdessen erklärte der Ministerpräsident noch vor wenigen Tagen im Fernsehen, dass der Beschluss des Gerichts ein falsches Signal sei. Nun möchte ich den Ministerpräsidenten daran erinnern, dass es Aufgabe der Gerichte ist, Recht zu sprechen, diese Abwägung vorzunehmen und nicht Signale zu senden und schon gar nicht politische Signale zu senden. Und es wäre auf, das haben Sie gesagt, oder haben Sie es nicht gesagt? Ich habe es
gesagt. Dankeschön. Und dann wäre es, Sie stehen dazu. Und genau das ist die Situation. Sie können ja dazu stehen, nur dann habe ich auch das Recht, das hier zu kritisieren, weil es nämlich Aufgabe der Exekutive ist. Es ist Aufgabe der Exekutive, Herr Ministerpräsident, diese Entscheidung zu würdigen und bei zukünftigen Handlungen zu beachten und nicht trotzig zu sagen, ich stehe dazu. Denn es ist Ihre rechtsstaatliche Pflicht, die Maßnahmen entsprechend an den gerichtlichen Entscheidungen auch zu messen. Und nun könnte man als Argument ja bringen, die Unternehmer bleiben ruhig, sie werden nicht klagen, weil sie ja großzügig entschädigt werden. Glauben Sie bitte nicht, dass das funktionieren wird. Schon die DEHOGA prüft bereits rechtliche Schritte. Und im Übrigen ist es ja nun schon mal so gewesen, dass hier in diesem Hause oder im Ausschuss den Unternehmen große Ankündigungen gemacht worden sind. Im März versprach Wirtschaftsminister Steinbach, dass mit finanzieller Hilfe dafür gesorgt wird, dass die Kleinunternehmer trotz Lockdowns nicht zum Amt müssen. Nur Tage später sagte dann der Minister, also von Hilfe zu laufenden Kosten war nie die Rede. Die Betroffenen können ja zum Amt gehen, um Lebensunterhalt zu beantragen. Selbst unsere Anträge, meine Damen und Herren, ihre Versprechen doch noch einzulösen, wurden dann von der Koalition abgelehnt. Die Unternehmer haben natürlich nach dieser Aktion mehr Vertrauen in ihre Kunden, mehr Vertrauen in die Verwaltungsgerichte als in die Versprechen der Regierungsvertreter. Und vielleicht schaffen Sie es ja, ein wenig verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wenn Sie sich diesmal an Ihre eigenen Zusagen halten und sich auf statistisch begründbare Maßnahmen beschränken. Zu wünschen wäre es für all die Betroffenen, die nach diesem Katastrophenjahr ohnehin am Rande der Insolvenz stehen. Meine Damen und Herren, wir müssen die Zahlen immer ganz exakt analysieren und wir müssen für Akzeptanz werben. Etwaige Hausbesuche zu kontrollen oder gar Ankündigung solchen Vorgehens oder Aufrufe, Nachbarn zu melden, sind inakzeptabel und tragen zu Trotzreaktionen bei, die eine abgeklärte und umsichtige Befassung mit Corona ja geradezu verhindern und ins Gegenteil verkehren. Daher ist es unsere Aufgabe, nötige und sinnvolle Maßnahmen zu finden und diese den Bürgern auch näher zu bringen. Denn es ist so, wenn Friseursalons offen bleiben, Kosmetikstudios schließen müssen, man das nur bedingt nachvollziehen kann. Wenn Profisport erlaubt bleibt, Vereins- und Freizeitsport verboten wird, teilweise mit unterschiedlichen Hallenbeschränkungen, je nach Trägerschaft, ob gemeindlich oder kreisliche Halle. Das sind Dinge, bei denen Sie von den Menschen kein Verständnis bekommen werden. Doch dabei fußt doch, und das eint uns hier im weitesten Sinne, fußt der Erfolg der Maßnahmen darauf, dass die Menschen bereit sind, erneut enorme Belastungen zu tragen. Und denen, die die Belastungen ertragen müssen, müssen wir auch beistehen. Es muss eine Perspektive geben, dass die Maßnahmen wirken und nur so lange anhalten wie nötig. All die Pfleger, die Rettungskräfte und das medizinische Personal stehen wieder vor großen Herausforderungen. Und wir sollten jetzt schon sagen, sie werden sich eine spürbare Sonderprämie zu Weihnachten verdient haben, die es uns als Land wert sein sollte und die wir auch stemmen sollten. Meine Damen und Herren, wir als BVB Freie Wähler werden immer dafür einstehen, dass sinnvolle und nötige Maßnahmen zum Schutz unserer Bürger ergriffen werden. Wir wollen denen beistehen, die besonders gefährdet sind. Und da, wo Maßnahmen zu übergriffig werden, fordern wir Zurückhaltung. Die heute vielbeschworene Disziplin, die Geduld und das Durchhaltevermögen der Brandenburger war vorbildlich. Und darauf können wir in der Tat setzen. Aber Sie können auch von uns erwarten, dass sich das auf Maßnahmen beschränkt, die erwiesen notwendig und erwiesen wirkungsvoll sind. Und abschließend lassen Sie mich sagen, in kleinen Widerspruch zu dem, was einige gesagt haben, wir wollen nicht lernen, mit dem Virus zu leben, sondern wir wollen es besiegen. Daher von dieser Stelle neben den politischen Diskussionen, die wir führen, ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Unsere Hoffnung und unsere Gebete sind bei all den Forschern weltweit, die im Akkord an einem Impfstoff arbeiten. Auch ihnen gilt unsere Hochachtung, auch ihnen gilt unser Dank. Und wir hier im Landtag tun gut daran, die Festlegungen der Konferenz sinnvoll umzusetzen. Sinnvoll heißt aus unserer Sicht, vieles davon umzusetzen, ja, zeitnah auf den Weg zu bringen, aber die Gaststätten in Brandenburg offen zu halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.